Mir gefällt die Region, ich fühle mich hier in der Region wohl und ich möchte einfach die Region versuchen mitzuentwickeln. Also ich habe einfach Bedarf gesehen, habe auch gesehen, ich kann mich damit einbringen mit einigen Ideen vielleicht. Dass man was bewegen kann, dass man sieht, es läuft was, man kann was erreichen, man kann was bewegen. Das ist auch eigentlich mein Hauptziel mit. Ich denke, es ist diese Idee einer gemeinsamen Entwicklungsmöglichkeit, die doch eine gewisse Faszination ausübt. Also ich würde mich da nie so mal so reinhängen, wenn ich jetzt nicht einen Finn hätte, der jetzt demnächst 4 wird, also einen kleinen Sohn. Also ich stelle so auch in meinem großen Freundeskreis fest, dass diejenigen, die also irgendwo so ein Ehrenamt pflegen, sich noch für irgendetwas verantwortlich zeichnen nebenher, dass das schon in einem, ja, ich denke, es pflegt die Persönlichkeit. Es muss für diejenigen, die agieren, ein wie auch immer gearteter Nutzen da sein. Immer. Ohne diesen tut keiner was. Das kann bei dem einen Anerkennung sein. Das kann die Notwendigkeit sein, seine Zeit mit sinnvollen Dingen zu füllen. Das kann wirklich die Freude an bestimmten Dingen sein, die entstehen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ohne Nutzen wird es nicht laufen. So viele Menschen, so viele Gründe, ehrenamtlich tätig zu werden. Meist ist es ein sehr individuelles Zusammenspiel von Fähigkeiten, Neigungen und Bedürfnissen, das den Grundstein dafür legt. Voraussetzung für die Motivierung zu ehrenamtlicher Tätigkeit ist, die individuellen Gegebenheiten beim jeweiligen Gegenüber zu erfassen und anzusprechen. Die subjektiven Voraussetzungen spielen auch bei der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen eine große Rolle. Grundlegend ist aber immer ein gutes Arbeitsklima. Arbeit muss Spaß machen. Das ist eines der Hauptbeweggründe. Und egal welcher Mensch das ist, wenn die Arbeit Spaß macht, bringt er auch eine optimale Leistung. Viele lassen sich gerne für einen begrenzten Arbeitseinsatz gewinnen. Wichtig dafür ist eine klar umrissene Aufgabenstellung, die den persönlichen Fähigkeiten entspricht und die Akteure weder unter- noch überfordert. Oft ist eine klare Begrenzung von Zeit und Verantwortung Bedingung dafür, ehrenamtlich tätig zu werden. Das Feste möchte ich nicht mehr. Ich bin mein Leben lang gebunden gewesen. Ich habe 4 Kinder großgezogen. Wo Kinder aus dem Haus waren, habe ich einen Schwesternhelferinnenkurs gemacht und habe dann im EK geschafft, nach 12 Jahren. Also gebunden sein will ich nicht. Es gibt aber auch ehrenamtliche Akteure, die eigene Ideen verwirklichen wollen. Ihnen ist viel Freiraum einzuräumen mit der dazugehörigen Eigenverantwortung. Das könnte ich nicht. Ja, wenn ich da sagen könnte, darf ich jetzt den Satz linksrum oder rechtsrum schreiben oder was, das würde ich nicht tun. Ja, ich sage, ich mache das und mache das verantwortungsvoll. Und dann muss ja auch eine Vertrauensbasis entstehen. Aber wenn ich da ständig kontrolliert werde und sage, hat er jetzt schon oder will er nicht oder was ist denn oder so, oder herzitiert wird oder so, das wäre kein Job für mich. Ich darf auch Fehler machen, ja? Dass ich bloß Erfüllungsgehilfe ist, das muss ich nicht sein. Das würde mir keinen Spaß machen. Bei dieser Auffassung von Ehrenamtlichkeit ist die persönliche Motivation besonders hoch und entsprechend auch die Bereitschaft zu hohem Arbeitseinsatz. Diese Ehrenamtlichen stehen sehr oft an der Grenze zur Selbstausbeutung und Überforderung. Denn wo Ehrenamt ist, gibt es auch meist einen Mangel an Finanzmitteln. Das wird nur allzu leicht zur Falle für Menschen, die nicht des Geldes, sondern um der Sache willen arbeiten. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, und noch mehr geht nicht. Und dann kann es soweit sein, dass man umkippt und sagt, jetzt läuft gar nichts mehr. Ich merke das also bei meinem Mann, dass er plötzlich gar nichts mehr tut. Ne? Sondern dass er einfach da ist und weiß, wo fange ich jetzt an. Ne? Also fange ich an oder übermorgen fange ich an. Aber ich sehe, dass bei ihm die Dinge einfach den Bach runtergehen, weil er es eben durch die Fülle nicht mehr handhaben kann. Schließlich wurde Herr Demmer durch einen schweren Infekt zu einer längeren Arbeitspause gezwungen. In Familien führt eine engagierte ehrenamtliche Tätigkeit der Frau oft zur Belastung für alle Familienmitglieder. Also es gibt eben Wochen, wo 3-4 Mal am Abend eine Veranstaltung ist und das ist also in letzter Zeit eher die Regel gewesen und 3-4 Mal in der Woche müssen wir uns dann koordinieren. Mein Mann und ich, wie wir das machen. Und sehr häufig ist es eben so, dass wir dann Babysitter bezahlen, weil wir beide abends arbeiten. Und das kommt sehr häufig vor. Das ist im Prinzip fast pervers. Also ich versuche gemeinsam mit vielen Freundinnen und Frauen eine Schule für unsere eigenen Kinder zu organisieren. Und um das zu schaffen,
machen wir alle, mehr oder weniger, einen Kompromiss, indem wir eben unsere Kinder wegorganisieren. Mhm. Und das ist wirklich verrückt. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir eben auch lernen müssen, dass man eben an irgendwelchen Stellen so Grenzen setzt, dass man eben nicht abends um 7 noch wieder anfängt, was zu machen, weil einem was eingefallen ist. Das ist eben dieses Grenzenlose, dass man überhaupt nicht, dass wir nicht in der Lage sind, eben die Schule von dem Privatleben zu trennen. Als Ausweg aus dieser Zwickmühle gibt Anja Heidmüller schließlich ihre ehrenamtliche Arbeit für die Schule erst einmal ganz auf. Ich habe gemerkt, dass es für uns als Familie doch ein zu großes Problem ist und eine zu große Belastung ist. Und gleichzeitig immer das Gefühl zu haben, ja, da in der Familie kann ich nicht das machen, was ich immer möchte. Und in der Schule ist es eben auch so, dass ich natürlich nicht mit voller Kraft da bin. Auch die inhaltlichen Arbeitsbedingungen machen vielen ehrenamtlichen LIDA-Akteuren zu schaffen. Matthias Rühl ist deswegen aus der LAG ausgetreten. Wegen der Kofinanzierung sind viele Projekte so knapp kalkuliert, dass sich die ehrenamtlichen Arbeiten aufbürden, die ihren Kompetenzen gar nicht entsprechen. Es ist halt für mich letztendlich generell eine Frage, wie weit kann ich mich engagieren, wie weit kann ich meine Freizeit opfern für Dinge, wo ich dann sage, da kommt aber nichts rüber, sondern da kommt eher Frust rüber. Ne? Und da muss ich sagen, da bin ich dann schon der dann irgendwann mal sagt, jetzt reicht's, jetzt muss ich dann mal einen Punkt setzen. Ich habe mich lange geplagt und es hat mir oft wehgetan, dass ich Dinge mache, wo ich eigentlich überzeugt bin, das müssten Professioneller machen. Und ich weiß, ich mag es, also was weiß ich, zu welchen Prozent, das ist eine Type, die ich bin, so eine hundertprozentige, eine ganz schöne Lebensarbeit gewesen, was abzuliefern, wo ich sage, na gut, ich mache halt ein Fallblatt. Ne? Aber selbst wenn sie Frust und Skrupel überwindet, kommt durch die Hintertür das Zeitproblem wieder ins Spiel. Also ich habe für den Oasenweg das Fallblatt ja so vorgearbeitet. Dann ist es ja im Büro, glaube ich, ein halbes Jahr nachgearbeitet worden. Ich denke, das ist ja ganz gut, was rausgekommen ist. Aber ich denke, man kann kein halbes Jahr an so einem Blatt arbeiten. Also wenn wir jemanden Professionellen hätten, wäre das vielleicht manchmal sogar günstiger. Während die Ehrenamtlichen in ihrer Freizeit arbeiten und dabei kostenlos ihre Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen, stoßen sie auf der Förderebene auf eine vielschichtige Bürokratie. Das heißt, flexible Pragmatik muss sich gegen ein starres Regelwerk behaupten. Mir ist das zu bürokratisch, sage ich ganz ehrlich. Das verstreicht einen Monat nach den anderen, passiert nichts. Und es können, gerade so wenn es gemeinnützige Vereine sind, die können nicht einfach so vorfinanzieren. Weil ja Entwicklung des ländlichen Raumes bedeutet ja in erster Linie, sie gehen ja auch mit wirtschaftsschwachen Strukturen um. Also ich denke, wenn Mittel fließen, ist Kontrolle notwendig. Unbestritten. Aber wenn man alles mehrfach kontrolliert, dann ist der Punkt erreicht, wo die Freiwilligkeit derjenigen, die das ehrenamtlich machen, überstrapaziert wird. Wenn eine Innovation abgeklopft wird vom Entscheider und der haben wir in der Form noch nicht gehabt, dann ist er völlig fehl am Platz. Eine Innovation ist ja nur dann eine Innovation, wenn sie neu und praxistauglich ist. Und dazu wird man irgendwann das Neue testen müssen, ob es praxistauglich ist. Und man muss systembedingt einkalkulieren, dass es Bauchlandungen gibt. Gerade für sehr engagierte Ehrenamtliche entsteht durch die bürokratischen Anforderungen nicht selten ein erhebliches Mehr an Arbeit, aber auch an realen Unkosten, für die sie privat aufkommen müssen. Ich habe in der Zwischenzeit eine 40-Stunden-Woche, die ich ehrenamtlich mache. Ich will auch kein Geld haben dafür, weil ich finanziell in der Lage bin, mir das leisten zu können, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich muss Geld mitbringen, ich fahre viel rum, ich suche Sponsoren und. Ja? Ich bringe Geld mit. Telefonieren von daheim. Und das ist das K.O.-Kriterium für das Ehrenamt. Und das ist, finde ich, schon viel verlangt von den Ehrenamtlichen. Ne? Ja. Also nicht nur die stellen nicht nur die Arbeitszeit zur Verfügung, sondern sie stellen ja auch Geld zur Verfügung, indem sie eben Fahrtkosten haben. Da ist ein Wahnsinnsaufwand, da kann ich nichts machen. Ich kriege keine Farbe bezahlt, ich kriege kein Papier bezahlt, ich kriege kein Bleistift bezahlt, wo ich rumfahre, also gar nichts letztendlich. Ja. Das ist nicht selbstverständlich, dass es jeder macht, das ist viel verlangt. Und ich finde, da gehört auch etwas honoriert. Ein Ausgleich der zumindest gröbsten Unkosten könnte all jenen einen Zugang zum Ehrenamt ermöglichen, die es sich sonst schlicht nicht leisten können. Eine Honorierung ehrenamtlicher Arbeit als wertschätzende Anerkennung ist in jedem Fall sehr wichtig.
Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Förster etwa bedankt sich bei seinen Helfern auf dem Oasenweg mit einer kostenlosen Führung, die Bürgermeisterin der Gemeinde mit einem festlichen Abendessen. Gerade in der kommunalen Administration gibt es aber nicht wenige, die Probleme damit haben, Ehrenamtliche als Partner in der Regionalentwicklung anzuerkennen. Ich habe so den Eindruck, Sie sehen immer diese LAG oder die Leute, die sich da engagieren, haben als Konkurrenz. Also für eigene politische Entscheidungen sind sie vielleicht sogar gefährlich, weil man vielleicht das Geld für was anderes verwenden will. Oft ist es aber wohl auch einfach die Verteidigung liebgewordener, tradierter Machtpositionen. Ausdruck der distanzierten Haltung ist eine nachlässige Unterstützung oder gar das Ignorieren ehrenamtlicher Arbeit durch die Administration. Wenn man einen Termin aus, dann schiebt er schon seit Wochen den Termin zur Besprechung überhaupt, schiebt er vor sich, den macht er wieder nicht. Passt jetzt schon. Wollen wir uns das wirklich die nächsten 10, 15 Jahre zumuten, dass wir alles aufpassen, machen, wirkeln und überwachen und kontrollieren? Das muss man. Und die tragen ja nicht einmal das Mindeste zu dabei. Ne? Ja? Die Ehrenamtlichen. Man will sie gern, nicht zuletzt in der Regionalentwicklung, weil sie Fachleute sind vor Ort. Eine umfassende Nutzung ihrer vielfältigen Kompetenzen setzt aber voraus, dass die Administration sie als Partner anerkennt und sie zum kritischen Dialog sowie zur Partizipation einlädt.